Hallo, ich bin Dina Kalfin. Wir senden einen nächsten Video-Digest zum Skyway-Projekt im Homeoffice-Format. Heute geht es um Folgendes. Das Unternehmen Unitsky String Technologies Company nimmt am Wettbewerb Adines teil. Eine Studentendelegation der belarussischen staatlichen technologischen Universität besucht die Skyway-Produktion. Es ist ein Video erschienen mit einer Information über die Vorteile der hochfesten Trasse im Ecotechnopark. Jetzt im Einzelnen. Das Unternehmen Unitsky String Technologies Company nahm am Wettbewerb Adines Projekt des Jahres teil. Die Veranstaltung wurde von der russischen Softwarefirma Adines organisiert. Die Fachleute der Unitsky String Technologies Company präsentierten ein Projekt, das eine Systematisierung von Informationen über die Mitarbeiter ermöglicht. Die Entwicklung beansprucht den Titel des besten Projekts im Fachgebiet. Die Software Adines ermöglichte dem Unternehmen Unitsky String Technologies Company einen elektronischen Dokumentenverkehr zu erstellen. Durch diesen Wettbewerb werden die Skyway-Errungenschaften den IT-Fachleuten vieler Länder zugänglich. In diesem Jahr waren unter den Teilnehmern am Wettbewerb die Stiftung Skolkova, die sich mit der Entwicklung von Innovationen in Russland befasst, das Logistikunternehmen DHL sowie die Post Russlands. Sie können Skyway im Wettbewerb unterstützen, indem Sie für Unitsky String Technologies Company Ihre Stimme abgeben. Nutzen Sie dafür den Link in der Beschreibung. Studierende des belarussischen Staatlichen Technologischen Instituts besuchen die Skyway-Produktion. Diese Hochschule bildet Fachleute für die 3D-Modellierung und für Verbundwerkstoffe aus. Die Skyway-Produktion arbeitet mit beiden Technologien. Während des Besuchs haben die Studenten mit den Fachleuten des Unternehmens gesprochen und die für Weißrussland einzigartige Anlagen in Betrieb gesehen. Zum Beispiel nutzt man in der Skyway-Produktion die CNC-Drehmaschine der Firma Okuma. Dies ist die zweite derartige Maschine in Belarus. Nach der Führung durch die Hallen sprachen Studierende über ihre Eindrücke von der Skyway-Technologie. Sie äußerten den Wunsch, in diesem Unternehmen Praktika zu machen. Das Unternehmen Unitsky String Technologies Company kooperiert bisher bereits mit der russischen Universität für Verkehrswesen, der slowakischen Technischen Universität, mit dem britischen Technologischen Institut von Wessex und weiteren Bildungseinrichtungen. Ein Video zu diesem Studentenbesuch findet sich unter dem Link in der Beschreibung. Sergej Artuszewski, ein stellvertretender Chefkonstrukteur bei der Unitsky String Technologies Company, weist in einem neuen Video auf die Vorteile der hochfesten Trasse im Ecotechnopark hin. Sergej betont, dass der Bau der Skyway-Trasse um den Faktor 10 wirtschaftlicher ist als der Bau von Autobahnen oder Eisenbahnen. Die hochfeste Trasse im Ecotechnopark ist im Stil des konstruktiven Minimalismus gestaltet. Mit anderen Worten, man findet hier nichts Überflüssiges. Sergej stellt fest, dass die jetzige Trasse für komplette Tests der Skyway-Hochgeschwindigkeit zu kurz ist. Deswegen plant man eine neue Trasse in einer Länge von etwa 22 Kilometern in der Nähe des Ecotechnoparks. Dort will man Geschwindigkeiten von 500 km pro Stunde erreichen. Weitere Details zu dieser Trasse finden Sie unter dem Link in der Beschreibung. Das waren heute unsere Nachrichten. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie Benachrichtigungen, um weitere Nachrichten nicht zu verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen!